Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Montag, dem 19. September. Ja, jetzt am späten Nachmittag schalten wir uns ein. Warum? Weil die US-Techs hier brutal nach oben ziehen, in Anführungszeichen. Aber die Rallye, die Kauffreude hält hier in Übersee weiter an. Und dies hier in einer Woche, die hier hinlänglich als Notenbankwoche verschrien ist. Und genau das ist ja der Punkt, wo die Märkte jetzt so ein Stück weit, ja, entweder vorwegnehmen. Oder eben aber sich hier weiter im Sinne des Vorwegnehmens treiben lassen, dass ja die Liquidität sozusagen kein Ende finden wird. Die Frage wird sein, was tut die Bank of Japan in der Nacht zum Mittwoch, also Mittwoch früh praktisch, um praktisch hier so ein Stück weit ja, die Signale der Zeichen zu setzen. Andererseits heißt es ja, sie wollten ein Stück restriktiver agieren. Andererseits herrschen die Spekulationen vor, dass das Inflationsziel natürlich trotz der Maßnahmen immer in weite Ferne rückt, also doch noch mehr gemacht wird in dieser Richtung. Ja, da wird sich sicherlich was tun. Entscheidungstechnisch darf man gespannt sein. Im Umkehrschluss dann wiederum die USA mit ihrer Notenbank Fed am Abend, hier 20 Uhr, das ist der Mittwoch. 21.09. Hier haben wir die Notenbank aus Japan und hier die Notenbank aus den USA. 20 Uhr in mitteleuropäischer Zeit, MEZ, ist es an der Zeit. Zinssenkung wird nicht erwartet, aber ein Statement eben dahingehend, ob da was kommen wird. Und das dürfte die Märkte beeinflussen. Tatsache ist, die Tech-Werte ohnehin jetzt schon stark in der letzten Woche durch Apple getrieben. Da wurde ja auch schon hier der Nasdaq 100 unter die Lupe genommen, der wie gesagt auch hier natürlich recht stark an der Apple-Aktie hängt, weil die Gewichtung der Aktie eben so groß ist. Nichtsdestotrotz ging es weiter nach oben und die Annahme dessen, dass es sogar ein neues Hoch geben könnte, erfüllte sich nicht in der letzten Woche, aber jetzt, heute und es kann gegebenenfalls auch ein Stück weitergehen. Wir haben aber unverändert hier, und das ist natürlich noch kein Verkaufssignal, um Gottes Willen, aber wir haben hier eine ganz, ganz deutliche negative Divergenz beim RSI-Oszillator und auch bei anderen Indikatoren, wie zum Beispiel hier dem MACD zum Beispiel, Moving Average Convergence and Divergence, auch ein ganz klarer Indikator, der hier impulsive Signale gibt, dass es hier demnächst dünn werden könnte auf der Oberseite. Und das gilt es eben mal zu beobachten, wie das weitergeht. Grundsätzlich haben wir die Situation, wir haben den S&P 500 heute in einem Check schon unter die Lupe genommen und hier mit einem relativ klaren Statement, das ist keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur eine Information. Ganz klar, jeder ist selbstverantwortlich und insofern muss man hier einfach mal sehen, dass der Markt dann natürlich seinen Weg letztlich erstmal finden muss und geht, je nachdem, wie die Notenbanken sich hier entscheiden. Aber wir haben hier saisonal statistisch einen Umstand, der hier auf jeden Fall dafür spricht, dass der Markt diese Woche kippen könnte. Ob es hier zu einer großen Korrektur kommt im Sinne des 7-Jahres-Zykluses, wie wir hier sehen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber der S&P 500 auf jeden Fall auch short geneigt mit einem statistischen Hintergrund. Während der letzten 21 Jahre gab es hier im Prinzip eine Trefferquote von über 75% und das führte hier entsprechend zu so einer, ja, imposanten Equity-Kurve. Und wenn ich jetzt mal hier ganz vorsichtig schaue, was sich da noch eröffnen könnte unter Umständen, dann ist das der Umstand, dass wir hier eben die Situation haben, dass wir ein ähnliches Bias beim Nasdaq haben. Beim Nasdaq Future wohl bemerkt, der sich hier während der vergangenen 17 Jahre, es reicht nicht ganz für 20, aber auch mit einer Quote von über 65% eben hier sehr, sehr eindrucksvoll zeigt. Und da sehen wir auch hier die Performance-Kurve seit 99, ja, für 4 Handelstage der Nasdaq sozusagen, der Mini-Nasdaq wohl bemerkt, der Nasdaq Future, hier vom 19.09. heute Schlusspreis bis zum 23.09. Schlusspreis für 4 Handelstage. Ein Short mit im Schnitt hier im Ausblick einen Verlust von 1,66%. Das kann sich natürlich auch noch beschleunigen. Rein saisonal haben wir aber eine schwächere Phase vor uns. Und darauf will ich Sie einfach heute mal hinweisen, vor dem Hintergrund, dass der Index eben neues Allzeithoch macht. Wir aber Divergenzen haben, diesen anhand des Future abgeleiteten negativen saisonalen Stats. Und auch wenn ich hier die Saisonalität mal als Chart reinhole, sehen wir, dass es hier ruhig, also heute, schrägstrich morgen, noch ein Stück weit hochgehen kann. Aber dann, bums, dürfte es knallen. Und ja, mit Divergenzen, mit unter Umständen auch möglichem Verkaufsdruck aufgrund des neuen Hochs oder auch am Mittwoch dann dem negativen Bias. Wir wissen nicht, wie die Notenbanken da entscheiden werden. Letztlich ist das ein Stück weit Münzwurf. Aber was wir wissen, ist, dass die Saisonalität eher nach unten zeigt. Und ich bin gespannt, ob die Woche hier ein negatives Ende finden wird. Wir werden es beobachten, wir werden es bewerten. Auf jeden Fall der Bias hier, und da belasse ich mal den blauen Pfeil, unverändert praktisch. Wir ziehen mal eine Kopie davon am besten, nehmen den hier mal weg und könnten uns das mal so hier vorstellen. Ich kann mir praktisch kurzfristig nicht unbedingt zwingend vorstellen, dass wir hier radikal nach oben ziehen.
sondern wie gesagt eher so ein Stück weit antippen, ein neues Hoch und dann möglicherweise hier rein saisonal und auch technisch aufgrund der Divergenzen hier in eine Gegenbewegung übergehen. Grundsätzlich die Aktienmärkte natürlich in einem bullischen Umfeld, wenngleich wir natürlich auch sehr, sehr stark gelaufen sind. Siehe dazu den S&P 500 im Sinne des 7-Jahres-Zykluses, aber wann das definitive Hoch nun markiert ist, das bleibt mal abzuwarten. Grundsätzlich, je weiter die Notenbanken mit Liquidität den Markt befeuern, desto eher wird sich die Rallye weiter fortsetzen, ob gesund oder nicht gesund. Das Kapital sucht dann praktisch einen Hafen und letztlich sind die Aktienmärkte da relativ en vogue aufgrund der Niedrigzinsen. Gut, genug deshalb. Ich denke, wir sind auf jeden Fall reif für eine Gegenbewegung. Wie die ausfällt, könnte sich hier schematisch so darstellen. Schauen wir mal, was passiert. Saisonal haben wir, wie gesagt, da einen guten Bias. Divergenzen sind auch da. Also insofern mal abwarten, was hier passiert. Rein technisch könnte man auch zum Beispiel das heutige Tief oder das Freitagstief verkaufen, um sozusagen in einen Short reinzugehen oder in eine laufende Aufwärtsbewegung jetzt hier kaufen. Allerdings ist das dann doch schon sehr, sehr Kontra des Trends. Also, ich wünsche was. Drückt die Daumen für die laufende Handelswoche. Wir werden sehen, was am Mittwoch passiert. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg an den Märkten. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.